Einladung zur 11. Böffel-Trainerfortbildung in Oberösterreich am Samstag, den 16. September 2023 in Scharnstein. Unser Tipp: Auch Interessierte ohne bisherige Trainerausbildung können diese Fortbildung besuchen. Alle Infos gibt's bei Heinz Pfaffenwimmer 0680 33 43 915. Bei Zauner Group sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Helden. Daher wird bei uns auch das Du gelebt. Als Zaunerheldin oder Zaunerheld wird deine Meinung wertgeschätzt und du trägst mit deiner Arbeit sowie deiner Persönlichkeit maßgeblich zum Firmenerfolg bei. Wir sind weltweit auf unser heldenhaftes Team sowie deren Superkräfte angewiesen. Kontaktiere uns unter zaunergroup.com. Herzlich willkommen im Hotel Wallern, Ihr Hotel mit inspirierenden Räumen für Seminare, Feste und Feiern, Kaffee und Indoor-Golf. Wir freuen uns auf Sie. hotelwallern.at. Gasthaus Scheich in Wallern. Dort, wo es die wohl besten Back- und Brathändel des Universums gibt. scheich-wallern.at. Renner Fliesenzubehör im Gewerbepark Winkel 9 4702 Wallern an der Trattnach. Ihr Partner für Fliesenzubehör und Hafnerbedarf. Umfangreiches Produktsortiment, ab Euro 100 kostenloser Versand in Österreich, schnelle und zuverlässige Lieferung, sicher einkaufen durch SSL. Besuchen Sie uns auf renner-fliesenzubehör.at. Ihr Autohaus Rosenauer in Wallern an der Trattnach mit Tankstelle und Waschanlage lässt Sie auch in Zeiten wie diesen nicht im Stich. Neben unserer Werkstätte mit allen Leistungen ist auch unser Verkaufsteam mit hochattraktiven Angeboten für Sie da. Alle Infos gibt's auf rosenauer.at. In erster Linie freuen wir uns aber darauf, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. In Runde 6 der Regionalliga Mitte steht für die Spielgemeinschaft Zaunergrupp Wallern St. Marienkirchen an der Bolsenz das nächste oberösterreichische Derby in Österreichs dritthöchster Spielklasse am Programm. Nach Vorwärtssteigen Runde 2 ist am Freitag, den 1. September 2023, die UVB Oberbank Vöcklermarkt Gast in der Trattnachtaler Zaunergrupp Arena. Die Grün-Gelben aus dem Bezirk Vöcklabruck sind seit 2010 mit 2 Jahren Unterbrechung Gast in der Regionalliga Mitte. Die Mannen aus der Vitalwelt Hausruck sind als LT1 Oberösterreich-Liga Vizemeister statt Champ Ask Kööd, der 11 von Fußballmäzen Franz Grad, in die heuer mit gleich 7 Vertretern aus dem Sportland Oberösterreich gespielten Liga nach Jahren der Abwesenheit wieder vertreten. Die Betonung liegt auf wiedervertreten, denn mit dem Titel 2011-2012 in der Oberösterreich-Liga schrieb man österreichische Fußballgeschichte, denn es war der 5. Meistertitel, beginnend in der 2. Klasse, in Folge, der den Aufstieg in die Regionalliga Mitte einbrachte. In der hießen die Gegner 2012-2013 unter anderem LASK, GRK, Austria Klagenfurt, FC Pasching oder Vöcklermarkt. Gegen Letztgenannte spielte man damals übrigens auswärts 0:0 und daheim 1:1. 2016 endete für die Trattnachtaler vorerst einmal das Erlebnis Regionalliga. Von längst vergangenen Zeiten jetzt wieder zurück in die Regionalliga-Mitte-Meisterschaft 2023-24. Sowohl die UVB als Tabellensiebter als auch die Spielgemeinschaft auf Rang 6 haben in den bisherigen 5 Partien mit jeweils 2 Dreiern, einem X und 2 Nullern 7 Nüsse gesammelt. Beim Duell der Tabellennachbarn sehen über 500 Besucher in der 3. Minute diesen Sololauf von Valens Misic durch die Gästeabwehr. Zählbare springt dann allerdings nicht raus. Nur 3 Minuten später wird Husbeck mit diesem Toppass rechts auf die Reiserichtung UVB-Kasten geschickt. Das 1:0 für die Trattnachtaler verhindert Gäste-Einser Wolfgang Schober mit einer ganz starken Fußabwehr.
In der 10. Minute gibt's dann für Heimkipper Kevin Radulovic die erste Arbeit. Der Schlussmann der von Horst Heidacher trainierten Mannschaft klärt vor dem anbrausenden Knäs ebenfalls mit seinen Füßen. Denn über 500 in der Zaunergruppe Arena bieten die Akteure auf der grünen Kunstwiese in den ersten Minuten sehr viel Abwechslung. So ist auf der anderen Seite des Platzes nur 3 Minuten später wieder Husbeck unterwegs. Und jetzt brennt es wieder vor dem Kasten der Gäste lichterloh. Wiederum nur 120 Sekunden später gibt's dann das zu sehen. Nach einer Spielerei der von Thomas Laganda gecoachten Vöckler Magda in ihrer eigenen Hälfte folgt ein super Angriff der Zaunergruppe Boys. Und die ist von Erfolg gekrönt, denn Daniel Steinmeier netzt zur Führung ein. 15. Minute, ein Angriff aus dem Fußball-Lehrbuch, bringt der Spielgemeinschaft Zaunergruppe Wallern St. Marienkirchen an der Polsenz die 1:0-Führung gegen die UVB Oberbank Vöckler Magd. Gut 8 Minuten später der nächste Top-Angriff der Vitalwelt Hausokicker über die linke Seite. Nach der wird Dejan Misic perfekt bedient und solche Möglichkeiten lässt der Heimangreifer selten ungenützt. So auch in diesem Fall nicht. Die SVW-Spieler und ihre Fans dürfen zum zweiten Mal jubeln. Die Spielgemeinschaft Zaunergruppe Wallern St. Marienkirchen erhöht gegen die UVB Oberbank Vöcker Mark in der 24. Minute auf 2:0. Die Heidacher Mannschaft hat ab diesem Zeitpunkt dieses Regionalliga-Mitte-Match der 6. Runde fest im Griff und ist nach diesem Stangler von Steinmeier in der 28. Minute ganz nahe dran am 3:0. Die Gäste können gerade noch zur Ecke klären. Und auch nach diesem Corner von der rechten Seite herrscht vor dem Kasten von Gästekeeper und Gästekapitän Schober ganz dicke Luft. Aber dieses Mal überstehen die Laganda-Schützlinge die Situation unbeschadet. 5 Minuten vor dem Pausenpfiff durch den fehlerlos pfeifenden unparteiischen Philipp Hubinger muss es für die Zaunergruppenmannschaft 3:0 stehen. Tut es aber nicht, weil Steinmeier nach diesem Bodycheck an Schober durch einen eigenen Mann das Runde ins Außennetz des Gästeeckigen knallt. Nach Hälfte 1 führen die Heidacher Jungs gegen die Laganda Boys dann aber doch mit 3:0. Abermals agiert die Abwehr der Mannen aus dem Bezirk Vöcklerbruck nicht wirklich top und so erzielt Dejan Misic nach einer Weltklasseaktion der Tratnachtaler seinen Matchtreffer Nummer 2. Mit diesem Tor in der ersten Minute der Nachspielzeit können die Regionalliga-Mitte-Neulinge mit einem beruhigenden 3:0 gegen die UVB Oberbank Vöcker Mark ihr Pausengetränk zu sich nehmen. Bei den über 500 in der Zaunergruppe Arena sind die Gefühle bei der Pausenstärkung natürlich geteilt. Die Fans der Tratnachtaler genießen ihr Bierchen. Für die vielen mitgereisten UVB-Anhänger dient es wohl eher zur Beruhigung und zum Mutfassen für die zweite Hälfte. Einladung zur 11. Böffel-Trainerfortbildung in Oberösterreich am Samstag, den 16. September 2023 in Scharnstein. Unser Tipp: Auch Interessierte ohne bisherige Trainerausbildung können diese Fortbildung besuchen. Alle Infos gibt's bei Heinz Pfaffenwimmer 0680 33 43 915. Bei Zaunergruppe sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Helden. Daher wird bei uns auch das Du gelebt. Als Zaunerheldin oder Zaunerheld wird deine Meinung wertgeschätzt und du trägst mit deiner Arbeit sowie deiner Persönlichkeit maßgeblich zum Firmenerfolg bei. Wir sind weltweit auf unser heldenhaftes Team sowie deren Superkräfte angewiesen. Kontaktiere uns unter zaunergruppe.com. Herzlich willkommen im Hotel Wallern, Ihr Hotel mit inspirierenden Räumen für Seminare, Feste und Feiern, Kaffee und Indoor-Golf. Wir freuen uns auf Sie. Hotelwallern.at. Gasthaus Scheich in Wallern.
dort, wo es die wohl besten Back- und Brathändel des Universums gibt. scheich-wallern.at. Renner Fliesenzubehör im Gewerbepark Winkel 9 4702 Wallern an der Trattnach. Ihr Partner für Fliesenzubehör und Hafnerbedarf. Umfangreiches Produktsortiment, ab Euro 100 kostenloser Versand in Österreich, schnelle und zuverlässige Lieferung, sicher einkaufen durch SSL. Besuchen Sie uns auf renner-fliesenzubehör.at. Ihr Autohaus Rosenauer in Wallern an der Trattnach mit Tankstelle und Waschanlage lässt Sie auch in Zeiten wie diesen nicht im Stich. Neben unserer Werkstätte mit allen Leistungen ist auch unser Verkaufsteam mit hochattraktiven Angeboten für Sie da. Alle Infos gibt's auf rosenauer.at. In erster Linie freuen wir uns aber darauf, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Der ehemalige Bundesligaspieler Laganda dürfte seinen Schützlingen in der Pause das Richtige eingeschenkt, sprich gesagt haben. Denn nur 90 Sekunden nach Wiederbeginn fehlt bei diesem Schuss von Gnes nicht allzu viel zum 1:3 Anschlusstreffen. Nach gut einer Stunde hat Gnes die Big-Möglichkeit, das nachzuholen. Nach diesem Angriff über die rechte Seite und seinem Hammer lenkt Heimeinser Radulovic das Runde, aber mit den Fingerspitzen über sein Eckiges. Der daraus folgende Corner bringt für die Gäste nichts ein. Bridl auf der linken Seite pfeilschnell unterwegs, dann sein mustergültiger Stangler vor den Gästekasten und dort sagt Oliver Affenzähler artig Danke. 69. Minute, dieses regionalige Mittelspiel der 6. Runde ist für die Heimelf wohl gelaufen. Die Spielgemeinschaft Zaunergrupp Wallern, St. Marienkirchen an der Polsens, führt gegen die UVB Oberbank Vöcklermarkt mit 4:0. Der Torschütze des 4:0, Oliver Affenzähler, steht dann auch bei dieser Aktion in der 73. Minute im Mittelpunkt des Geschehens. Denn er ist solo unterwegs Richtung Gästekasten, wird dann im Strafraum von Knetz aber regelwidrig gestoppt. Erste klare Sache, 11 Meter für die Trattnachtaler. Die zweite Sache ist eine sehr schlechte für den Kroaten. Er sieht dafür den gelben Karton, nur hat er diese Farbe nur 3 Minuten davor auch schon gesehen. Damit folgt als Draufgabe auch noch der rote Deckel. Den Elfer führt Stefan Alfons Depplinger aus. Nachdem Golischowa ins rechte Eck springt, Tippi das Leder aber ins linke knallt, führt die Spielgemeinschaft gegen die UVB eine Viertelstunde vor Schluss mit 5:0. Nur eine Minute später hat Meierhuber die Chance, das halbe Dutzend vollzumachen. Der 10 Minuten davor eingewechselte junge Mann aus Haag am Hausruck scheitert aber an Schober. Der Kapitän der UVB, an diesem Tag der mit Abstand beste Gästespieler, verhindert das 6:0. Das Match ist zu diesem Zeitpunkt längst gelaufen und so kann es sich Coach Heidacher ohne Sorgen leisten, auch noch anderen SVW-Kickern Regionalligaspielpraxis sammeln zu lassen. Diese Einwechslungen, die letzte nennenswerte Aktion in diesem Regionalliga-Mitte-Match der 6. Runde. Die Spielgemeinschaft Zaunergrupp Wallern, St. Marienkirchen an der Polsens, feiert einen auch in dieser Höhe verdienten 5:0 Erfolg gegen die UVB Oberbank Vöcklermarkt und ist damit wohl wieder endgültig in Österreichs dritthöchster Fußballliga angekommen. Am Anfang war es ein bisschen abtasten, sage ich mal, bis zum 1:0. Dann ist ein bisschen der Knoten aufgegangen und dann, also man sieht, wir arbeiten alle zusammen, jeder gibt Vollgas und dann kann also ein Ergebnis daheim zustande kommen. Vor allen Dingen heute mit diesem Match hat man schon das Gefühl gehabt, die Spielgemeinschaft Wallern-Samerei ist in der dritthöchsten österreichischen Liga angekommen. Wie siehst du das? Wir haben in den letzten Spielen auch Punkte liegen lassen, die wir hätte holen müssen. Also wir wissen, was wir können und vor allem da daheim am Kunstrasen. Also wissen wir, dass wir stark sind, aber wir müssen es halt am Platz bringen. Ja, vorweg muss ich mal sagen, dass wir gewusst haben, dass es ein schwieriges Spiel wird, weil Vöcklermarkt eine sehr gute Mannschaft ist. Aber wir haben sie, finde ich, sehr gut eingestellt drauf. Wir haben es im Gegner sehr schwer gemacht.
irgendwas umzusetzen. Und wir im Gegenzug haben sehr viel richtig gemacht, sehr gute Aktionen gehabt, Zweikämpfe gut angenommen. Und ja, mit dem 3:0, sage ich jetzt einmal, vor der Halbzeit, sicher das Spiel dann endgültig auf unserer Seite gerissen. Mit dem Oberösterreich-Derby in Österreichs dritthöchster Liga endgültig angekommen? Ja, also wir wissen trotzdem, dass wir jede Woche hart kämpfen müssen, dass wir auch so eine Leistung auf den Platz bringen können, weil dann auch die Spielerische von ganz alleine kommt oder das Ganze leichter wird. Aber natürlich sind wir auf einem sehr guten Weg, schauen aber trotzdem, dass wir Woche für Woche unsere Arbeit machen und dann kann es sicher so weitergehen. Was kann man jetzt nach 6 Runden für Bilanz ziehen, also kräftemäßig und dergleichen in dieser Liga? Ja, also allein das Tempo natürlich ist sehr hoch, auch die Kampfbereitschaft von jedem Gegner ist sehr hoch, sicher um einiges höher wie in der Oberösterreichliga. Das haben wir auch am Anfang zu spüren bekommen, aber haben sie, finde ich, sehr gut darauf eingestellt und ja, mit der Punkteausbeute sind wir zufrieden, wobei ja, vielleicht der ein oder andere Punkt mehr sicher auch am Konto steht können. Bilanz schwierig nach so einem Spiel. Also ich denke, dass wir in allen Belangen unterlegen waren. Grundsätzlich schwierig, wie gesagt, jetzt kurz nach dem Spielen fehlen mir ein bisschen die Worte. Aber wir haben sehr viel Arbeit noch vor uns. Das haben wir heute gesehen. Da sind uns teilweise sehr, sehr die Grenzen aufgezeigt worden. Und auch in der Höhe eigentlich sehr verdient. Es hätte vielleicht sogar noch das eine oder andere Tor mehr sein können. Ja. Grundsätzlich, wenn man die oberösterreichischen Clubs hernimmt, jetzt die UVB, ein langjähriger Gast schon in der Regionalliga, Wallenheuer wieder neu nach ein paar Jahren. Wie schaut für dich so ungefähr ja, die Qualität der 7 Oberösterreich-Teams aus? Ja, nicht nur die Oberösterreicher haben sehr viel Qualität, vor allem auch Steyr, wo man ein bisschen eine Wundertüte erwartet hat, aber die schlagen sie auch sehr gut. Aber auch die anderen Aufsteiger machen eine Sache gut und gegenüber dem letzten Jahr ist die Liga sicher um einiges besser. Und auch interessanter, wenn man sieht, in Wallern und natürlich auch bei euch viele Fans. Ja, natürlich. Also es zieht natürlich dann Fans an, weil so viele oberösterreichische Vereine sind. Das tut der Liga, glaube ich, auch gut. Ja, also ich muss sagen, wir waren in allen Bereichen überlegen und der Sieg war eigentlich nie gefährdet. Und ja, also mich freut es für die Mannschaft und es ist ein super Team-Spirit in der Mannschaft und es ist einfach jetzt auch geil zum Zuschauen. Auch für den neuen Sektionsleiter? Ja, gerade deshalb ist es jetzt geil zum Zuschauen. Jetzt, die Zeit ist vorbei, dass man sie in der Woche plagt und am Wochenende. Jetzt kann man es einfach auf der Seitenlinie genießen und die Burschen zuschauen, wie sie spielen. Wallen jetzt mit diesem Match endgültig in Österreichs dritthöchster Liga angekommen? Ja, auf alle Fälle, aber es war jetzt Vogelsberg ausgenommen, waren die anderen Partien, muss ich sagen, dass wir eigentlich immer überlegen waren und einfach ein paar Chancen liegen lassen haben. Hätten eigentlich mehr Punkte verdient gehabt, aber wir sind komplett zufrieden mit der Ausbeute bis jetzt.